Vielen Dank, Claudia. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich darf heute ein neues Feature bei den Energy Charts vorstellen. Das schließt quasi auch an die Ausführungen von Bruno Burger im Vorhinein an. Um was geht es? Wir haben ja bisher bei den Börsenstrompreisen, unter anderem die durchschnittlichen Börsenstrompreise. Wir können uns hier auch mal alle Monate über alle Jahre anschauen. Und haben dann quasi auch den Peak, den wir vorhin auf den Endkundenpreisen gesehen hatten, im August 2022 mit 455 Euro die Megawattstunde oder umgerechnet auf die Kilowattstunde 45,5 Cent pro Kilowattstunde. Diese Preise sind die Day-Ahead-Auktionen, das heißt, die werden immer am Vortag bis um 12:30 Uhr für den Folgetag gehandelt. Es gibt natürlich noch andere Spot-Handelsprodukte, die wir auch hier zeigen, unter anderem den kontinuierlichen Intraday-Handel. Den gibt es dann auch wieder für unterschiedliche Abstufungen, einen stündlichen Handel, 30-minütigen Handel oder 15-minütigen Handel. Da möchte ich jetzt hier nicht genauer drauf eingehen. Dann zusätzlich zum Spotmarkt gibt es die sogenannten Terminmärkte. Und der an der Börse gehandelte Terminmarkt, der über die EEX abgehandelt wird, ist ein Teil davon, sind die sogenannten German Power Futures, wo man verschiedene Kategorien hat. Erstens gibt es immer einen Base-Preis, der quasi für die ganze Tageszeit gilt. Und es gibt auch einen Peak-Preis, der von 8 bis 18 Uhr gilt, den wir jetzt hier nicht darstellen. Und es wird verschiedene Intervalle gehandelt. Das heißt, es gibt die Intervalle Jahr, Quartal, Monat, Woche. Standardauswahl ist jetzt mal ein Quartal und dann gibt es verschiedene Handelsprodukte, die an jeweiligen Handelstag gehandelt werden. Wir können jetzt hier mal beispielsweise das Quartal 2 2025 auswählen. Wie können wir jetzt diesen Graphen verstehen? Das heißt, auf der X-Achse sind die Handelstage dargestellt und zwar nur die Wochentage, das heißt Montag bis Freitag. Man kann hier schon erkennen, dass ab und zu Lücken zu sehen sind. Das sind dann immer Feiertage, das heißt, die werden nicht ausgelassen, damit das trotzdem äquidistant bleibt und es nicht zu Verzerrungen kommt. Genau, allerdings die Wochenenden werden nicht dargestellt, weil sonst die Kurven viel zu viele Lücken aufweisen würden. Man kann sehen, dass natürlich jetzt beispielsweise für Quartal 2 2025 erst ab einem gewissen Zeitpunkt gehandelt wird. Wenn man jetzt beispielsweise hier einen früher oder einen später auswählt, kann man oft erkennen, dass der Handel dann erst später stattfindet. Interessant ist ja auch, dass man die Anordnung auch auf Einzelnen umschalten kann. Und dann kann man auch sehr gut erkennen, wie die unterschiedlichen Handelsperioden enden oder starten. Das Ganze haben wir auch für die Gas-Futures. Auf den ersten Blick kann man hier jetzt kaum einen Unterschied erkennen. Ich kann hier nochmal umschalten. Ein Blick auf die Y-Achse zeigt allerdings, dass es doch deutlich geringer ist, aber man kann sehr gut erkennen, dass die Preise miteinander einen sehr starken Zusammenhang aufweisen. So, wie kann man das jetzt noch anders darstellen? Da können wir jetzt hier nochmal auf Preise geben. Wir hatten uns jetzt die Liniendiagramme dargestellt. Wir wechseln jetzt auf die Säulendiagramme. Und zwar, was wir hier machen, ist, dass wir die X-Achse nehmen. Ich wechsle vielleicht nochmal zurück. Das heißt, wenn wir im einen Handelstag, was in den Liniendiagrammen die X-Achse darstellt, und tragen alle Handelsprodukte quasi in die Zukunft aus. Das heißt, wir machen sozusagen einen Schnitt in der X-Achse, aber auch für alle Intervalle.
Das heißt, ich gehe jetzt mal auf die Säulendiagramme. Ich wähle mal zur Einfachheit nur Deutschland aus, mache noch die Teilsummen an. Können jetzt beispielsweise erkennen, wie sich die Quartalsfutures für die einzelnen Quartale zum Handelstag vom 5. April in die Zukunft entwickeln. Es gibt hier so eine Datumsauswahl, wo man ganz leicht auch die unterschiedlichen Handelstage sich betrachten kann. Natürlich am Wochenende oder an Feiertagen findet oft kein Handel statt. Beim Standardauswahl wird immer der aktuellste Handelstag ausgewählt. Jetzt wollen wir beispielsweise mal die Jahresfutures für den Base uns betrachten für Deutschland. Hier kann man sehen, dass immer desto größer das Intervall für den jeweiligen Future ist, desto weiter wird auch in die Zukunft gehandelt. Für Deutschland ist das Jahresprodukt, das am weitesten in der Ferne liegt, aktuell 2034. Man kann erkennen, dass ein leichter Abfall zu sehen ist. Wir wollen vielleicht noch mal auf die Quartalsansicht wechseln. Wir haben aktuell schon die größten Nachbarländer von Deutschland implementiert. Wir werden das über die nächsten Wochen und Monate auch noch ausbauen, dass wirklich alle Nachbarländer auch sind. Man kann hier dann auch einfach Vergleiche für die Futures zwischen den Ländern sich ansehen, für Quartale oder beispielsweise auch für die Jahresfuture. Und das Gleiche gibt es natürlich auch entsprechend für die Gaspreise. Ich habe jetzt bewusst nicht im Detail erklärt, was die Futures sind, wie sie gehandelt werden. Wenn da wer Interesse hat, meine Empfehlung ist die Monitoring-Berichte der Bundesnetzagentur. Da ist das alles sehr im Detail auch nochmal beschrieben. Beispielsweise hier beim letzten von 2023 für 2022 sind beispielsweise auch der Terminmarkt beschrieben und die Handelsvolumen und die Durchschnittspreise und so weiter und so fort. Wenn da wer Interesse hat, auf alle Fälle dort mal hineinschauen. Und zu guter Letzt habe ich noch ein ganz anderes Thema, was ich vorstellen möchte, und zwar ist in den Wetterberichten in der letzten und in dieser Woche ja sehr viel vom Sahara-Schaub die Rede. Und es gab auch vereinzelte Zeitungsberichte zu den Solarprognosen, wie gut die funktionieren und ob das ein Problem für die Stabilität des Stromsystems darstellt. Das heißt, und deswegen haben wir eine neue Kategorie eingeführt, die bald dann auch veröffentlicht werden wird. Und zwar stellen wir hier die Prognose mit den Ist-Hochrechnungswerten oder den Ist-Werten für die Last gegenüber. Hier ist beispielsweise mal für ganz Deutschland die Solarerzeugung in Woche 13 gezeigt. Es gibt ja verschiedene Prognosen, und das eine ist die Day-Ahead-Prognose, die bis 18 Uhr veröffentlicht wird. Es gibt dann die Intraday-Prognose, die bis 8 Uhr am gleichen Tag veröffentlicht wird. Und es gibt dann auch noch rollierend aktualisierte Prognosen, hier mit Current bezeichnet, die laufend auch während des Tages noch aktualisiert werden. Das große Problem, was jetzt beispielsweise in den Medien diskutiert wurde, war jetzt für die Regelzone der Transnet BW, speziell für den 30. März. Da gab es in der Day-Ahead-Prognose eine sehr, sehr starke Abweichung. Aber man kann auch sehr gut erkennen, dass bereits die Intraday-Prognose das besser abgebildet hat und dann vor allem die laufend aktualisierte Prognose das wahre Geschehen vor allem dann ab der Mittagszeit viel besser abgebildet hat. Man kann auch erkennen, wenn man beispielsweise jetzt mal in die Folgewoche wechseln, wo es durchaus dann ähnliche Wetterperioden auch gab, dass da die Prognosen dann deutlich besser das Wettergeschehen berücksichtigt haben. Zusätzlich zu dem wird es dann auch ein Update geben
der Punktediagramme. Dort zeigen wir bisher nur die Ist-Hochrechnung gegenüber die Day-Ahead-Prognose. Da gibt es dann sehr bald auch Punktediagramm für die unterschiedlichen Typen der Prognosen und auch aufgeteilt für die einzelnen Übertragungsnetzbetreiber. Beispielsweise können wir uns die Woche 13 für die Transnet BW Day-Ahead Solarprognose ansehen und können auch hier sehr gut sehen, das war genau der 30. März, wo es zu dieser großen Prognoseabweichung gekommen ist. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich schon auf interessante Diskussionen. Vielen Dank.